Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Call of Duty World War II. Und zwar geht es heute um den Erfolg, die Trophäe Flakfeuer. Erinnert ein wenig an fliegende Geschütze aus Battlefield 1, aber ist dabei viel, viel weniger nervig. Aber gut, abgeschaut haben sie. Wir müssen hier mehrere Flugzeuge abschießen. Ich mache das hier wieder so. Wir gucken uns das Ganze erstmal in Zeitlupe an. Das sind also als allererstes drei Flugzeuge, die von rechts ins Bild fliegen. Und ihr habt wirklich eine ganze Menge Zeit, wie ihr selber seht. Ich habe recht viel vorbeigeschossen, die Dinger runterzuholen, weil die halt meistens nochmal ins Bild geflogen kommen. Dann kommen als nächstes drei Flugzeuge in der Mitte, die ihr euch cachen müsst. Auch hier machen wir wieder das brav in Zeitlupe natürlich gleich. Das dauert hier einen ganz kleinen Augenblick und jetzt kommen sie. Da in der Mitte sind durch die Wolken so ein kleines bisschen schwer zu sehen und kommen auch so ein bisschen unterhalb eurer Sichtlinie, also wo ihr euch eigentlich hinorientiert. Deswegen darauf achten, dass ihr da ruhig so ein bisschen Richtung unten guckt, sage ich mal. Als nächstes kommen zwei von der rechten Seite, die fliegen aber direkt nach links durch. Die kriegt ja nur linke Seite, würde ich sagen, zum Abballern. Deswegen habe ich geschrieben, zwei rechts, links. Ganz einfach, weil sie von rechts ins Bild fliegen, aber links abzuballern sind. Dann kommen jetzt wirklich welche von links. Da oben kommen sie reingeflogen, die beiden. Die sind auch mega easy, also das ist wirklich ganz, ganz einfach. Die schwere Stelle ist jetzt schon vorbei. Wenn ihr also an dieser Stelle seid, dann habt ihr eigentlich das Schwere schon hinter euch. Das waren die drei in der Mitte gewesen, die so ein bisschen tricky sind, sage ich mal. Ihr könnt auf alle Fälle auch den Checkpoint neu laden, das ist also kein Problem, ne? Also Checkpoint neu laden ist hier absolut möglich, auf jeden Fall. Obwohl die teilweise ein bisschen beschissen gesetzt sind. Also da kommt es drauf an, wenn ihr Pech habt, müsst ihr halt die Mission neu starten. So, wir haben jetzt hier erstmal die drei nächsten in der Mitte auseinandergepflückt, wobei der dritte wirklich glücklich war. Der hat es ja noch einen Hitmarker, hatte ja Schwein gehabt. Der hat auch der Goodie mal Schwein gehabt. So, dann kommen nochmal zwei von rechts reingeflogen. Da oben sind die Jungs. Na, die habe ich noch nicht mal. Ach, da habe ich die Zeitlupe erst später gestartet, weil ich die ganze Zeit ja erstmal wunderbar dran vorbeigeballert habe. Aber auch hier seht ihr, die machen nochmal eine Kampfschleife zu ihrem. Ja, zu ihrem Unglück auf jeden Fall, zu unserem Glück in dem Sinne. Also auch da mächtig viel Zeit hier runterzuholen. Aber dann sind auch schon gleich hier die nächsten da. Und zwar sind die eigentlich von links gekommen. Und da sind nochmal zwei und jetzt passt auf. Der in der Mitte, weil ich so ein bisschen langsam war, der in der Mitte taucht jetzt hier mittendrin auf. Hier, da. An der Stelle, da ist der. Also wir haben also die zwei von links und der eine, der hier in der Mitte entgegengeflogen kommt. Und das ist der letzte auf der Liste. Den kann man halt auch nochmal ganz gut verfehlen. Und wups, das war's. Die Trophäe gehört euch. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal in normaler Geschwindigkeit an, wie es eigentlich aussieht, damit ihr halt auch einfach seht, aha, so funktioniert es wirklich. Aber halt in der Zeitlupe, damit ihr einfach da genau seht, aha, da kommen die Flugzeuge also her und... Da, bis dahin kriege ich sie noch, bis dahin erwische ich sie noch. Das ist jetzt hier halt normale Geschwindigkeit abgespielt. Und da lasse ich das auch weg, wegen dem in der Mitte. Wie gesagt, der in der Mitte zum Schluss, den kann man auch, weil der auch so ein bisschen in den dunklen Wolken mit drin ist, den kann man eventuell übersehen. Und ja, dann schwupps ist er geradeaus drüber weg, weil er halt auch nicht nochmal eine Kammschleife oder sowas dreht. Und wie gesagt, hier war ich halt einfach lucky hier mit dem dritten, dass der wirklich noch gezählt hat. War er hier noch gar nicht. Das sind die beiden, ja, die beiden links, genau, die beiden links, rechts rüber. So, die nächsten beiden von links. Dann jetzt drei Mitte, das war das, wo ich wirklich Glück hatte. Also da müsst ihr aufpassen, auf diese drei in der Mitte, ne? Weil man sieht sie ganz beschissen, ganz spät kommen. Und dann, wupps, sind die weg, ne? Genau der da. Dass der echt noch gezählt hat, dass der wirklich down war, wirklich Schwein gehabt an der Stelle. Deswegen, die kommen einfach ein bisschen unter der Sichtlinie. Das ist das, wo ihr extrem drauf aufpassen müsst. Auf die drei in der Mitte und auf den einen zum Schluss in der Mitte. Den Rest solltet ihr wirklich ganz problemlos wegschießen können. Wie gesagt, dass das nicht hier so ein grauenhafter Erfolg wird, wie mit den fliegenden Geschützen im Battlefield. Aber einige... Erfolge ähneln doch sehr, sehr stark auf alle Fälle Battlefield, finde ich. Ich hoffe auf alle Fälle, dass es hier euch auf diese Art und Weise geholfen hat und weiter, ja, geholfen hat und weiter, was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht, wollte mich von euch verabschieden. Ich sage danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei und ich sage wieder, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.